Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute möchte ich euch mal von einer Erfindung berichten, die müssen wir uns mal merken. Sie kommt aus Südkorea. Der Erfinder oder der Leiter des Erfinderteams ist Professor Kang, K-A-N-G. Und was hat er gemacht? Der hat eine alte Technologie weiterentwickelt. Der ist noch nicht fertig, aber ich glaube, das wird unser aller Leben verändern. Was hat er gemacht? Der hat sich einen Akku auf Wasserbasis geschnappt. Was? Wasserbasis? Ja, das gibt's wirklich. Und das gibt's auch schon ganz lange. Das Problem ist nur, diese Akkus auf Wasserbasis, die haben bisher ziemlich schlecht funktioniert. Und zwar konnten die Energie ganz kurz nur speichern und auch nur ganz wenig Energie. Also überhaupt nicht effektiv. Und dieses Team in Südkorea, die haben es jetzt geschafft, dass das durch eine besondere Technik mit, keine Ahnung, wie das ganze Zeug heißt, auf jeden Fall mit Graphen, mit einem Netz, ich kann das gar nicht so genau erklären, auf jeden Fall haben die es geschafft, dass man jetzt da so einen richtigen Super-Akku draus gemacht hat. Der kann viel mehr speichern, der ist umweltfreundlich, der ist sagenhaft günstig und den lädt man komplett in 20 Sekunden auf. Und ganz nebenbei hat er auch noch viel mehr Speicherkapazität als die aktuellen Akkus. Das heißt also, in Zukunft kannst du dann dein Smartphone oder deinen Laptop in 20 Sekunden aufladen. Achtung, E-Mobilität. Und dann kannst du dein Smartphone eine Woche benutzen. Na, das ist doch mal was, oder? Tja, dann hast du dann ganz nebenbei auch noch null Risiko. Die Dinger können nicht explodieren, viel günstiger. Also rundum eine tolle Sache. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich in Zukunft diese ganze Akku, Smartphone, Laptop, Handy oder vielleicht auch E-Mobilität beeinflussen wird. Vielleicht müssen wir uns den Namen merken, vielleicht bekommt er eines Tages dafür einen Nobelpreis. Die Sache hat nur einen Haken. Bisher funktioniert sie nur im Labor. Schade. Und jetzt wünsche ich mir zwei Dinge. Zum einen, dass das Ding ganz schnell fertig entwickelt wird. Es gibt wohl noch Probleme mit den Kondensatoren, aber das will man in den nächsten Jahren in den Griff bekommen. Und die andere Sache, die macht mir fast noch ein bisschen mehr Sorgen. Ich hoffe, dass das Ding nicht weggekauft wird. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Technologien in den letzten Jahren schon mal ebenso vom Markt gekauft wurden, weil man einfach noch ein bisschen warten will. Warten wir es ab. Wenn das kommt, wäre das für mich eine echte Technologierevolution und ich finde, es wird auch Zeit. Wie ist das bei euch? Nervt euch das nicht auch, dieses jeden Abend laden? Ich fände das super, wenn mein Handy auch mal eine Woche halten würde. Wisst ihr, so wie früher, die alten Knochen. Das war noch was. Oder ein Laptop. Einfach mal eine ganze Woche Akkuzeit. Oder stellt euch vor, ihr habt ein Elektroauto und das Ding kann 2000 Kilometer fahren. Mann, das wäre doch mal ein echter Fortschritt. Tja, so sieht's aus. Neue Erfindung ist, oder eine neue Erfindung ist im Anmarsch. Und das wären doch wirklich mal super Akkus. Okay? Das war's.